bin heute unterwegs in Lat Prau und erkunde mir mal hier diese neue Shopping Mall, in der ich selber noch nie war. Es ist nördlich vom Chatuchak Weekend Market gelegen. Auf der Chatuchak Park ist nicht weit entfernt von hier. Es ist ein Ort, das weiß ich, war relativ wenig Ausländer und Touristen sich aufhalten. Wenn, dann gibt es den einen oder anderen Expat, aber in aller Regel ist das eher so, dass du hier, sage ich mal, zu 95% Thailänder nur triffst, die hier natürlich im Alltag nachgehen, shoppen am Wochenende, essen, eine gute Zeit haben. Hier gibt es zum Beispiel Gourmet-Popcorn. With my cup. Dieser Shop nennt sich Pop Mart Cry Baby. Ganz interessant. Sponsor kleine Figuren. Ja, dafür haben die Asiaten eine Vorliebe. Das ist auch in Japan und China so. Schaut euch mal hier diese ganze Schlange an. Hello. Ein ganz normaler Wochentag sozusagen. Hier ist ein Parfümshop. Und hier habe ich mir letztes Jahr wirklich ein ganz gutes Parfüm zum Discount besorgt. Und zwar Mont Blanc. Ich weiß gar nicht, ob das noch hier haben. Das war mit Abstand das günstigste, was du hier in ganz Bangkok finden kannst. Schaut euch an. Wenn du das nämlich in Sephora kaufst, dann liegst du bei 4.500 Baht. Hier ist das Ganze bei 2.800. Das sind natürlich auch hier wieder die internationalen Marken. Skechers, Aldo und The Body Shop. Das, was du auch in Europa findest. Dazu auf der gegenüberliegenden Seite hier Guess und natürlich den einen oder anderen kleinen Coffeeshop, Dairy Queen. Und immer wieder dieser Hinweis auf diese kleinen Sachen, Stoffkirchen. Das ist das, was hier wirklich in Thailand angesagt ist. Lego Shop habe ich schon lange nicht mehr besucht. Ah, das ist ja mal herrlich. Guckt euch das mal an. Da haben sie einen Tuk-Tuk nachgebaut. Das sieht mal stark aus. Okay, alles aus Lego Stein hier als Nachweis. Das sind alles kleine Wahnsinn. Stein auf Stein gesetzt. Das ist mal cool. Ein bisschen Schmuck hier für die Damen. Die Cap. Und das ist Sephora, das ist der Name. Shop, über den ich gerade vorhin, als ich in diesem anderen Parfümshop war, gesprochen hatte. Hier kannst du auch deine Beauty-Produkte erwerben, aber es ist ein bisschen, ja, etwas höher vom Preis. Wie sagt man Preis? Nicht preiswertiger Preis. Ah, ich sage ja, heute ist mein Deutsch mal wieder Exzellenz, Mark on top sozusagen. Ah, du weißt schon, was ich meine. Da war die Cap. Hi, my friend. All good? Yes. Ist eine ganz nette Shopping Mall. Hier ist Sarah unter anderem. Sale. Kiko Milano, auch weiteres Make-up und irgendwelche Kosmetik-Sachen. Das ist, denke ich mir, auch in Europa bekannt. Auntie Anne's. Das sind so Brezeln.
eine andere Leckerei. Mal schauen, ob die. Ja, die haben natürlich jetzt keine hier im Angebot gerade. Wird aber gerade zubereitet. Schau ich das an. Das meistens gibt es dann so in der Süßform. Ah, hier kannst du sehen. Du kannst auch deine Pritze selber zusammenstellen, wenn du möchtest. Bummeln ist auch hier angesagt. Das ist wirklich eine schöne Art und Weise, wie man seine Wochenende betreiben kann. Zeit, einmal ein weiteres Stockwerk unter die Lupe zu nehmen. Laufstrecke hier. Ducati, North Face, Vans, Dickies, Rip Curl, Puma, Salomon, Super Sports. Ein paar Lederwaren. Und natürlich auch der deutsche Stifthersteller Lamy hier im Angebot. Das ist jetzt so ein Luxus-Shopping-Haus. Und zwar das ist Central, die auch natürlich Central World betreiben. Hier unter anderem Schuhe. Schaut euch das an, tausende von Make-up-Marken. Noch nie was davon gehört. Vermutlich die Frauen von euch, ihr kennt das. Mir sagt das überhaupt nichts. Das ist eher so mein Ding, weil ich brauche natürlich fürs Vloggen SD-Cards. Das ist das vierte Stockwerk und hier ist ein luxuriöser Food Court untergebracht. Das ist Meal Toast House. So, hier haben wir so ein japanisches Restaurant. Das ist Ramen. Nur mal als Idee. Preis. Das sind 290 Baht beispielsweise, der Standard ist 210. Hier gibt es ein koreanisches Restaurant, das ist Bonjon. Und dann gibt es auch hier wieder ein weiteres japanisches, das ist Shabu. Was mir aber immer gut gefällt hier, ist das Design. Also das hatte ich auch in anderen Videos euch bereits gesagt. Die wissen einfach, wie man architektonisch Interior Design wirklich was Hervorragendes darstellt. Wie man das einfach toll für die Leute präsentiert. Hier, guckt euch mal an, da ist sogar dieser Olivenbaum, der Wahnsinn. So. Und auch für die kleinen Kinder gesorgt. Das ist ein Seafood-Restaurant. Das nennt sich Lem Charoon. Und das ist Hot Pot. Ja.
Das ist auch etwas, was interessant ist. Und zwar die Banken, die haben auch am Wochenende geöffnet. In den ganzen Shopping Malls. Das ist hier Bangkok Bank, eine der größten Banken in ganz Thailand.